Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wenn ja, dann schaut auch gerne mal bei meinem Partner Instant Gaming unten vorbei. Da gibt es vor allem auch schöne Spiele wie Cyberpunk 2077 zum günstigeren Preis, gerade wo jetzt der neue Phantom Liberty DLC draußen ist. Aber jetzt legen wir los mit der neuen Nerd News. Starten wir erstmal mit Cyberpunk 2077, wie gerade schon angekündigt, und der Phantom Liberty DLC hat eine Besonderheit, denn sie benutzt, meines Erachtens nach, wenn ich mich richtig informiert habe, den ersten KI-Synchronsprecher aller Zeiten. Der Pole Milogost Recek wurde nämlich ersetzt durch einen anderen Sprecher, aber seine Stimme wurde da drüber gelegt. Das alles fand mit Einverständnis der Familie statt, ich finde es trotzdem irgendwie so ein bisschen eigenartig, aber gut, dass wenigstens im Hintergrund noch ein Sprecher ist, der ihn dann einsprechen kann und der dann nur die Stimmfarbe verändert bekommt, aber das ist natürlich wie immer nur der Anfang. Kommen wir mal von Cyberpunk 2077 zu ehemals Platinum Games und zwar zu Hideki Kamiya und der darf jetzt ein Jahr lang nicht in der Spielebranche arbeiten. Das hat er jetzt auf seinem neu eröffneten YouTube-Kanal gesagt, trotzdem ist es halt eine krasse Klausel meines Erachtens nach, aber ja, wahrscheinlich will man nicht in irgendeiner Weise, dass er Konkurrenz mit eigenen Studios macht. Aber ein Jahr ist ja heutzutage auch nicht mehr so viel. Kommen wir mal zu Microsoft und da knallen jetzt wahrscheinlich die Korken, denn Microsoft darf Activision nun offiziell kaufen. Wie schon in den vorherigen Gerüchten bekannt, ist es nun soweit und am 13. Oktober, also heute, durfte die Entscheidung gefällt werden. Also Freitag der 13. ist offensichtlich nicht immer so schlecht. Nun darf Microsoft also Activision für 68 Milliarden Dollar übernehmen. Nach der Inflation ist das ja auch ein bisschen weniger wert, aber der Wert bleibt natürlich trotzdem gleich. Und ja, die ersten Game Pass Spiele werden dann wahrscheinlich 2024 erscheinen. Warum wurde die Entscheidung jetzt so gefällt? Naja, weil Microsoft halt zugestanden hat, dass Ubisoft ja die Streaming-Rechte für die Spiele erhält und das könnte natürlich Ubisoft auch gerade gut in den Kragen passen. Da läuft es ja momentan nicht so rund. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich weiß nicht, ist das jetzt so mein Ding und soll ich das mal ausprobieren? Dann könnt ihr euch über das neue Xbox Series S Bundle freuen, denn das kostet 299 Euro und enthält gleich 3 Monate Game Pass Mitgliedschaft mit anbei. Warum man das nicht generell so macht, ist mir auch nicht so ganz klar. Könnt ihr mir sogar vorstellen, dass bei der größeren Series X Game Pass gleich für ein Jahr dabei liegt. Aber so ist es jetzt halt. Wir kommen zur PlayStation und auch da gibt es eine Neuerung, denn PlayStation startet am 17. Oktober in Japan, am 23. Oktober in Europa und am 30. Oktober in Amerika den neuen Streaming-Dienst. Und ja, ihr könnt jetzt auch über eure PlayStation 5 den Cloud-Streaming machen und das mit bis zu 4K und 60 FPS. Andere Auflösungen werden auch unterstützt, wie zum Beispiel 1440p, 1080p und 720p, entweder in SDR oder HDR. Also es sollte eigentlich so ziemlich alles für jeden normalen Fernseher unterstützt werden. Und ja, damit macht man natürlich auch Microsoft Konkurrenz. Wahrscheinlich hat man auch ein bisschen das Urteil abgewartet. Ich weiß es nicht so richtig, aber es gibt natürlich auch ein paar Spiele zum Start und die blenden wir euch natürlich hier gleich mal ein. Da wird unterschieden zwischen PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium. Wenn ihr jetzt aber sagt, die Spiele, die jucken mich jetzt nicht so sehr, muss ich mal sagen, dann könnt ihr euch auf Ghost Runner 2 freuen und das ist mal erfreulich klein. Mit 13,3 GB am 26.10. dürft ihr loslegen. Der Preload startet am 22.10. und die Vorbesteller dürfen am 24.10. loslegen. Wir kommen in die Nintendo-Ecke und heute gibt es wieder so einen Nintendo-Blog, deswegen starten wir direkt mal durch. Und zwar für F-Zero 99, eins meiner Favoritenspiele in letzter Zeit, hat Nintendo einen neuen Patch rausgebracht. In der Version 1.02 wurden Fehler in der Rangliste korrigiert, zum Beispiel wenn ihr Level 99 wart oder so, wurde es als Level 0 angezeigt und auch die Stabilität wurde nochmal verbessert. Ich hatte jetzt keine Stabilitätsprobleme, ich habe jetzt aber auch noch nicht so hart reingegrindet wie vielleicht der ein oder andere von euch. Nintendo veröffentlicht einen kuriosen Trailer zu Super Mario Bros. Wonder und offensichtlich hat man nicht nur die Sachen geändert im Zuge des Spiels, sondern auch das Marketing. Super Mario Bros. Wonder lässt nämlich Peach in einen Elefanten-Peach verwandeln und Bowser findet das offensichtlich sehr, sehr
geil, wenn man das mal so sagen will. Denn nachdem sich Peach verwandelt hat, kriegt sie nicht nur eine Blume, sondern einen ganzen Blumenstrauß. Bowser hat da offensichtlich ein kleines Faible für. Finde ich einen süßen Trailer, wollte ich hier unbedingt mal erwähnt haben. Außerdem gab es noch Gerüchte zu dem neuen Synchronsprecher von Super Mario Bros. Wonder. Einige Leute sind nämlich an die Messedemo rangekommen, warum auch immer, und konnten mal ein bisschen in den Daten rumfischen. Und da ist der Name nach dem Ausschlussverfahren Mick Ringard aufgetaucht. Und der hat wohl schon für viele andere Nintendo-Spiele, unter anderem Fire Emblem, eingesprochen. Aber im Nachhinein hat seine Agentur gesagt, nein, er ist nicht der neue Sprecher von Mario. Ich bin schon sehr gespannt, wer es am Ende sein wird. Und wir werden natürlich Super Mario Bros. Wonder nächste Wochenende hier auf dem Kanal streamen. Und es gibt noch eine schöne Meldung, denn tatsächlich hatte das Team abseits vom Erfindungsprozess, sage ich mal, oder Findungsprozess, auch alle Freiheiten, die man zu so einem Super Mario Bros. Wonder reinbringen konnte. Und gerade die neuen Mitarbeiter, stellt euch mal vor, ihr fangt neu bei Nintendo an und das erste Spiel, an das ihr gesetzt werdet, ist Super Mario Bros. Das ist doch mega geil. Und die durften ihre Ideen einbringen und daraus ist Super Mario Bros. Wonder denn teilweise entstanden. Und das ist natürlich eine richtig gute Sache, meines Erachtens nach. Und Nintendo hat offensichtlich auch den guten Griff bei neuen Mitarbeitern. Und Nintendo hat offensichtlich mal wieder eine richtig gute Nase bewiesen, denn die Mario Red Edition Switch OLED, die verkauft sich richtig top. Vor allem in Japan hat man das Doppelte von letzter Woche absetzen können. So konnte man 110.000 Einheiten absetzen von der neuen Konsolenvariante. Und davon sind auch Analysten ja richtig überrascht, denn Farben ziehen anscheinend immer noch und man sagt, ey, das ist doch bloß ein anderes Gehäuse. Und trotzdem verkauft sich die Nintendo Switch OLED viel besser und könnte vielleicht dafür sorgen, noch näher an die PlayStation 2 in den Gesamtverkaufszahlen ranzurücken. Es gab aber auch noch eine kleine Kontroverse um Prinzess Peach Showtime, denn man hat das Key Art verändert und offensichtlich scheint man sich in Zukunft jetzt mehr an dem eigentlichen Super Mario Bros. Film zu orientieren. Nicht nur, dass die hintere Peach im Karate-Move ein etwas ernsteres Gesicht hat, nein, auch das Gesicht von Peach wurde ein bisschen angepasst auf dem Cover-Artwork und sieht jetzt mehr nach dem Film aus. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen hübscher, sieht nicht mehr ganz so bieder aus, sage ich mal, darf ruhig auch ein bisschen sexier sein, aber ihr könnt natürlich eure Meinung dazu auch da lassen. Zu guter Letzt gibt es aber noch zwei kleine Themen, und zwar Gothic 2 bekommt jetzt am 29. November seine Neuauflage auf die Switch, aber wartet lieber ab, denn der erste Teil soll wohl sehr verbuggt sein, aber man arbeitet wohl angeblich schon daran. Und es gibt noch was Neues, denn Nintendo hat einen neuen Store in Kyoto geöffnet und bringt jetzt schon mal ein paar Fotos raus und das Ding sieht genial aus. Da würde ich auch gerne mal hin, ob wir sowas hier in unseren Gefilden mal sehen werden, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Und es gibt noch zu guter Letzt eine kleine Meldung zu Sonic Superstars, denn da gibt es jetzt schon die Verpackung und die Cartridge zu sehen und es ist sogar ein bisschen Inlay in der Packung. Das ist doch mal ganz nett. So, wir haben die großen Themen durch, aber wir kommen zu den kleinen Themen und da starte ich heute mal mit einer persönlichen Präferenz, denn es kommt ein neuer Dragon Ball Anime und nein, nicht Dragon Ball Super wird fortgesetzt, sondern es gibt jetzt eine komplett neue Serie direkt mit dem Schöpfer Akira Toriyama und das Ding wird sich Dragon Ball Daima nennen. Wirkt ein bisschen wie eine Neuauflage von Dragon Ball GT, damit man Dragon Ball GT wahrscheinlich irgendwann mal komplett wegstreichen kann. Und hier werden alle Charaktere denn wieder auf jung gezaubert. Naja, mal sehen. Wirkt ein bisschen Chibi-lastig, ich werde es mir aber trotzdem reinziehen. Weiter geht es mit GTA 6 und da sollen wir vor allem mal wieder richtig krasse Grafik erleben. Der Sprung von GTA 5 zu Red Dead Redemption 2 war ja schon krass, aber die neue Rage Engine in der 9. Version soll noch mal einiges mehr bringen. So zum Beispiel ein riesen Grafiksprung bei Wassersimulationen. Und das finde ich schon sehr sexy, denn Wasser sieht immer so ein bisschen Uncanny Valley aus. Und mal sehen, was man da alles machen kann. So zum Beispiel soll es auch Überschwemmungen geben, wo denn die Leute abhauen vom Strand und so, würde ich auf jeden Fall feiern. Und wer sehnsüchtig auf das Lollipop Chainsaw Repop Remake gewartet hat, der wird jetzt wahrscheinlich enttäuscht. Es kommt zwar eine Neuauflage, aber nicht mehr als Remake, sondern als Remaster. Nachdem nämlich viele Leute gesagt haben, wir sehen das ein bisschen kritisch, hat man sich dafür entschieden, dann doch lieber nochmal die alte Version zu überarbeiten. So, das war es dann allerdings mit dieser neuen Nerd News. Ihr wisst Bescheid und ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende, vielleicht beim Stream.
oder beim Podcast. Guckt auch auf Nerd Podcast vorbei. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.